Servus Bremen-Fans, hier ist Sebastian B., Bremen-Fan aus Bayern. Darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus dennoch. Geht's um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder Bremen. Und heute schauen wir uns die Vorschau an zum nächsten Spiel, Topspiel, Samstagabend 18:30 am Pfiff. SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Und um ehrlich zu sein, wird das wohl eine harte Nuss werden am Samstag. Das dürfte klar sein. Und dann ist der Kader auch noch ein bisschen eng und schwierig. Auch die Pressekonferenz sagt noch nicht alles aus. Es wird eng, würde ich sagen. Aber gehen wir mal rein und gucken uns an, was das Spiel so bringt für uns. Szenenwechsel. Ich habe da mal was vorbereitet. Wiederum fangen wir am ersten Tag an und da ist auf der linken Seite die Tabelle, auf der rechten Seite die Rückrundtabelle. Auf der linken Seite fangen wir an, seht ihr auch hier immer die Ergebnisse oder ja, der letzten 5 Spiele. FC Bayern München ist Erster, auch wenn das Meisterschaftsrennen spannend ist wie normal, aber wen interessiert als Bremen-Fan das Meisterschaftsrennen? Keine alte Sau. Bayern ist Erster, hat aus 30 Spielen 62 Punkte geholt, hat letzten 5 Spiele 3 gewonnen, 1 unentschieden, 1 Niederlage. Da würde man als normaler Fußballfan sagen, ja, das ist relativ dominant. 10 Punkte holen aus 5 Spielen ist ja gar nicht schlecht. Und für Bayern ist es gefühlt die größte Krise seit 10 Jahren. So unterschiedlich können die Situationen im Fußball sein. SV Werder Bremen ist 12. Wir können mit unseren 35 Punkten aus 30 Spielen schon zufrieden sein. Man muss aber auch klar sagen, dass die letzten Wochen nicht so toll waren, ergebnistechnisch. Aber was soll es sein? Es ist so, wie es ist. In der Rückrundtabelle ist der FC Bayern München nur in Anführungsstrichen Zweiter. Hat aus 13 Punkte 6, aus 13 Spielen 26 Punkte geholt. Wir haben aus 13 Spielen 14 Punkte geholt. Ganz interessant finde ich, dass Bayern nur 4 Tore weniger bekommen hat wie wir. Wir haben 22 bekommen, Bayern hat 18 bekommen. Das ist für den FC Bayern schon wirklich sehr, sehr viel. Bayern schießt 30 Tore, schießen wir 9, 21. Sind wir 9 davon entfernt. So viel schlechter finde ich das alles gar nicht, wenn man mal die Marktwerte so vergleicht. Es ist auch ganz interessant aus Bayerns Sicht, ihr Torverhältnis, was früher immer das klar Beste war, egal wenn es mal ein bisschen enger wurde, punktemäßig, Torverhältnis waren es immer klar besser. Da hat Mainz das gleiche Torverhältnis und Dortmund hat 9 Tore mehr. Also das ist schon, also ein Torverhältnis besser, schon irre. Aber SV Werder Bremen hat -1, ja, 4 Spiele gewonnen, 7 verloren. Das ist schon ziemlich viel, muss man sagen. 7 Spiele verloren. Naja, schauen wir mal lieber weiter. Heimtabelle, ja. Ich habe diesmal beide Mannschaften markiert. Merke jetzt gerade, habe ich vorbereitet, habe ich so einen Tiefschlaf anscheinend gemacht. Mache ich eigentlich nie, aber gut. Haben wir halt jetzt mal beide markiert. Heimtabelle, da wäre der FC Bayern Zweiter, aber das ist ja zum Glück eben. Also, oder was heißt zum Glück? Es ist in Bremen, das ist generell immer schön, wenn das Spiel in Bremen ist, aber man muss natürlich sagen, man ist jetzt nach dem Sieg von Schalke, ist man tatsächlich die schlechteste Heimmannschaft der Liga. Das ist schon bedenklich. Das einzige Mannschaft 9 Spiele verloren daheim. Und die Chance, dass man das jetzt auch wieder nicht gewinnt oder nochmal verliert, ist groß. Hätte man 10 Spiele verloren schon daheim. Das ist krass. In der Auswärtstabelle, ja, ist der FC Bayern München die Nummer 1 tatsächlich. Hat in 15 Spielen 27 Punkte geholt. Hat da aber immerhin 4 Spiele verloren, wenn man das mit der Heimtabelle vergleicht. Da sind sie noch, haben sie noch eine saubere Weste. Ist Bayern tatsächlich mit 4 Niederlagen ja fast schon schlagbar auswärts. Bremen hat 6 Spiele verloren. Also, das ist überhaupt kein großer Unterschied. Ja. Man sieht schon an diesen Statistiken oder an diesen Tabellen, das wird kein leichter Gegner, aber klar, wenn man gegen Bayern spielt, ist das keine mutige Aussage, sondern schon seit einem Jahrzehnt Fakt. Was viel schwieriger ist als die Voraussetzungen, ist der Kader. Ich mache das, das Video drehe ich kurz nach der Pressekonferenz und ich muss sagen, Happy Birthday Ole, aber er kam wenig raus. Also, wer nicht im Kader ist, ist Agu. Verletzt, Saisonende. Muss nochmal operiert werden, der arme Bur. Es tut mir sehr leid, Agu. Ich wünsche, drücke dir alle Daumen, die ich habe. Gute Besserung. Ja, die jetzt wohl never ending story. Also, Lücke ist verletzt.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen irritiert, wie man damit umgeht. Also zuerst hieß es so, ja, nach beim ersten Spiel, ja, er kann nicht so wirklich wahrscheinlich, hockt vielleicht auf der Bank, ist angeschlagen. Und jetzt haben sie sogar gesagt, Leipzig ist nicht mehr sicher. Das nächste Spiel dürfte Leipzig sein und nicht mal das ist sicher. Also angeblich war es eine Wadenverletzung. Also was zur Hölle ist das für eine Verletzung, die so lange dauert? Da ist mehr, auf jeden Fall ist da mehr und ich glaube, dass man das irgendwie klein halten will, um A, nicht den Gegner zu sagen, ach, Bremen ist nicht so stark, weil der Lücke fehlt, um B, es geht glaube ich jetzt darum, den Lücke an den Mann zu bekommen und so gut wie es geht zu verkaufen, denn ich bin mir sicher, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass er wechseln wird, weil er auch wechseln will, weil er noch richtig Kohle machen will, das sei ihm auch gegönnt, aber dann sagt er dir auch Bremen, wenn wir das machen, dann wollen wir Kohle haben und ich glaube, sie wollen nicht ihm nicht der Öffentlichkeit groß posaunen, was sie haben. Natürlich gibt es danach einen Medizincheck, aber irgendwie kommt es mir komisch vor und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es daran hängt. So, wer wackelt? Der Ole hat irgendwie sowas gesagt, ja, Salifu und Dingchi wackeln, aber da gäbe es noch mehrere Leute, die wackeln. Die hat er aber nicht benannt, ich habe es nicht gehört. Daher habe ich mal den Kader vom Stamm ersten Mannschaftskader genommen, die jetzt da nicht erwähnt wurden. Das wären 19 Leute. Mal angenommen, diese 19 würden alle funktionieren und diese beiden Wackler würden nicht funktionieren. Dann hätte man ja noch einen Platz frei. Darum steht hier, fehlt einer. Dann könnte man sich von Berger, Opitz oder Dietrich vielleicht bedienen. Die zweite Mannschaft wackelt aber auch. Die muss auch Spiele gewinnen. Wenn, dann wäre der Opitz, glaube ich, der Offensive. Berger ist, glaube ich, auch ein relativ Offensiver. Ich kenne sie alle drei nicht, gebe ich auch gerne zu. Er hat sie letzte Woche nicht mitgenommen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wann die zweite spielt. Verfolge jetzt auch wirklich nicht, verfolge ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Und dementsprechend behaupte ich einfach, dass diese drei auch kein Thema sind. Und letztes, wie gesagt, gegen Hertha war es auch so. Auch da hat man niemanden mitgenommen und gegen Schalke, da waren einfach keine Stürmer mehr auf der Ersatzbank. Man hat wohl kein Vertrauen in keinen einzigen, die da von da unten kommen würden. Daher gehe ich mal schwer, hoffentlich schwer davon aus, dass das hier der Kader ist, also Pavlenka, Zetra, Friedel, Pieper, Stark, Velkovic, Kerodia, Weiser, Jung, Buchanan, Bittencourt, Groß, Gröf, Schmidt, Stay, Mbom, Philipp, Duksch. Und dann hoffe ich noch, dass es Dingchi wird. Weil dann hätten wir noch einen Stürmer, obwohl mir mein Gefühl sagt, dass Dingchi da auch nicht kann. Weiß ich aber nicht, das ist jetzt geraten und so weiter. Daher gehen wir in die Taktik und da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er 19 mitnimmt. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann auf der Bank plus 11 sind 19. Und wenn das so wäre, können wir kurz machen. Auch wenn das Schalke-Spiel in der zweiten Halbzeit nicht gut war, also systemtechnisch werden wir nichts ändern, kann mir nicht vorstellen. Obwohl viele Vereine wahrscheinlich überlegen würden gegen Bayern, lass uns doch defensiver antreten oder vielleicht auch was anderes machen, um den Gegner zu überraschen. Das sehe ich beim Ole überhaupt nicht, was ich auch, wo bei mir ein bisschen Kritik jetzt auch reinschwingt. Ob man jetzt unbedingt gegen Bayern was ändern muss, das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass ich nach 60 Minuten gegen Schalke was ändern muss. Und da muss ich nicht nur mit Wechseln was ändern, was er gemacht hat, aber 10 Minuten zu spät. Er hat zuerst gewechselt, das war ein 1-zu-1-Wechsel wegen der Verletzung. Sondern da hätte ich mir auch einen Systemwechsel gewünscht, hätte ich mir zwei Sechser gewünscht. Ich habe es ja im Fazit erzählt. Ja, daher, ich glaube, das können wir kurz machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jemand ändert. Also natürlich, wenn er was ändern könnte, ist es auf der Achterposition. Da könnte vielleicht Bittencourt ein anderer kommen. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann wäre eigentlich der Mbom der körperlich stabilste. Da würde ich mir fast schon den vorstellen. Da geht ja aber, muss man auch sagen, ein bisschen spielerisch was verloren. Daher sehe ich das nicht. Einer von den beiden Schmidt kann natürlich immer sein auf der Achterposition. Man weiß auch nicht, ob einer von denen, die hier sind, angeschlagen sind. Weiß ja kein Mensch. Aber hier hinten der Abwehr, wenn die fit sind, werden sie spielen. Pieper kann ich auch nicht so wirklich einschätzen. Bis jetzt hieß es immer, er ist angeschlagen. Das angebe ich heute nicht mehr. Oder er wurde nicht genannt. Aber andererseits hat er es offen gelassen, wen er überhaupt meint. Da ist nichts und alles möglich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Pieper aktuell in der Situation ist, dass er Startelf spielen würde. Daher gehe ich stark davon aus, dass es die gleiche Aufstellung wird. Und weil ich mir in diesem 3-3-2-2 so sicher bin, habe ich jetzt erstmal in meinem Tab nichts verändert, außer dass hier mein Name steht, was ich langweilig finde. Und ja, also wenn Ole es nahezu verzichtet, eine andere Aufstellung zu spielen, dann ist er entweder total überzeugt von seiner Sache
Oder er meint, es geht nicht besser und daher glaube ich nicht, dass wir was ändern. Wenn ich aber, er wäre mit dem Profikader zur Verfügung, wenn ich da Trainer wäre, klar, dann würde ich schon überlegen, ob es nicht Sinn macht, hier vielleicht die Sechser zu stärken mit einem zweiten Mann, dafür Philipp raustun und wir das in einem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal 3-4-2-1. Man kann natürlich auch noch darüber diskutieren, ob der so steht oder ja, so. Zweimal Dubsberg, oder so spielt, ich schaue es jetzt mal so an. Klar hat man dann, wenn dann hier die hochstehende Außenverteidigung, wie ich es jetzt mal bei Bayern mache, oh, ich wollte es eigentlich rot machen. Rot. Klar, dann kriegst du hier dich wenig Druck, weil du alleine bist, aber sind wir noch mal ehrlich, der Kimmich wird sich hier irgendwo reinfallen lassen, dann kann er auch nach da gehen oder da gehen, da wird er sich den Ball abholen, das wird Dux und Philipp auch mit zwei Mann nicht unterbrechen können. Auch da werden wir uns ergeben müssen, beziehungsweise das sich ergehen lassen. Und dann ist einfach entscheidend, was die anderen gegen den Ball machen. Und dann würde ich das Zentrum ganz klar stärken. Ob es dann als 3-4-2-1 betitelt wird oder man wirklich versucht, Dux tiefer zu stehen, weiß ich nicht. Wenn ich das schon mache, dann kann man natürlich auch überlegen, sind das dann die zwei, die richtigen auf der hohen Position. Daher würde ich sagen, die sollen ihren. So, die sollen ihren achten Job machen und Dux vorne drin. Hätte auch einen weiteren Vorteil in meinen Augen, man hätte Philipp noch einen Stürmer, wirklich einen, der den zentralen Stürmer spielen kann und der auch so langsam ein bisschen besser wird, bin auch im Übrigen dafür, dass man ihn behält, dann noch reinschmeißen kann, denn wenn man in dieser Taktik spielt, hat man halt keinen da. Jetzt kann man natürlich hoffen, hoffentlich ist Dux, sage ich schon, Dingchi dabei, dann sieht die Geschichte natürlich anders aus, dann hätte man hier aber auch zwei Stürmer. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. So, das machen wir so kurz. Ja, das muss jetzt sein. So, ja, also ich würde mal gerne sowas sehen. Aber andererseits, wenn sie das nicht trainiert haben, werden sie es wahrscheinlich nicht tun. Aber andererseits denken wir auch, mein Gott, das sind Profis, das müssen sie doch können. Wir werden sehen. Ich würde viel Geld verwetten, dass es das so ist. Auch wenn man nicht tippt. Okay, auf Geld wetten sowieso nicht. Das ist blöde Sache. So. Keys to Punkt holen, vielleicht hätte ich besser schreiben sollen gegen Bayern. Muss ehrlich sagen, es gibt Mannschaften, die können aktuell den FC Bayern irgendwie ärgern, aber wenn ich ganz seriös bin, sage ich, diese Mannschaft heißt aber nicht SV Werder Bremen aktuell. Trotzdem gehen wir mal positiv ran. Wichtiges Spiel, weil schlag die Truppe bitte einfach mal. Wie gesagt, ihr wisst ja alle, wo ich wohne ungefähr. Und außerdem sind fast nur Bayern-Fans. Ich kann dieses arrogante Gelaber nicht mehr hören. Haut sie weg und sorgt dafür, dass Dortmund Meister wird. Es wäre hier meiner Gegend eine Wohltat, wenn mal nicht Bayern Meister werden würde. Bitte. Und der zweite Satz ist vom letzten Woche auch mit drin. Erstmal Klassenerhalt ist wichtig und zweitens jede Position mehr nach oben ist mehr Geld. Mehr Punkte, mehr Geld ist mehr TV-Geld, bla bla bla. Darum, es zählt jeder einzelne Platz, jeder einzelne Punkt, jedes einzelne Tor, das wir schießen, zählt. Spielverlauf. Was erwarten wir von uns? Wir sind ein eingespieltes Team. Wir werden ein eingespieltes System haben. Kader angeschlagen, Bankspieler müssen liefern. Das ist alles von Schalke übernommen. Das sind so die Grundpfeiler, auf die es geht. Wir wissen unser Team, da ist wenig Neues passiert. Das ist der große Unterschied zu Schalke. Der Philipp ist auch schon länger da. Wir sind eingespielt. Das System ist eingespielt. Alles ist klar. Kader ist angeschlagen, Bankspieler müssen liefern, was aktuell leider nicht so super ist, muss man auch leider sagen. Das sind die Basics. Dass wir gegen die beste Einzelspielermannschaft der Liga spielen, ist klar. Dass wir gegen die beste Mannschaft der Liga spielen, zumindest in der Theorie, ist klar. Dass sie das Selbstverständnis des Dauermeisters haben, dieses wir gewinnen sowieso, ist auch klar. Das sind die Dinge, bei denen Dortmund schon seit Jahren scheitert. Bayern sagt halt, wir gewinnen sowieso. Aber sie haben zumindest medial die größte Krise seit 10 Jahren, muss man klar sagen. Das mit dem Trainerwechsel und dass jetzt vielleicht Kahn wackelt oder Salihamidzic und bla und bla und bla. Man weiß das ja alles, wenn man Bundesliga verfolgt, weil man liest ja fast nur was über Bayern in den ganzen Medien, weil das ja wird ja wirklich einen in die Fresse quasi geschoben. Man kann sich ja gar nicht dagegen wehren. Daher, was brauchen wir? Erstmal Überzeugung, dass hier was gehen kann. Das ist ganz wichtig. Man muss sich das einreden. Wir können punkten. Wir können punkten. Da muss man sich im Spiegel reingucken und sagen, wir punkten heute, wir punkten heute. Und das ist ganz wichtig. Und wir hören erst nach 100 Minuten auf, dran zu glauben, weil dann pfeift er mit Sicherheit ab, weil mehr wie 10 Minuten Nachspielzeit wird es wohl nicht geben.
Und danach können wir vielleicht nicht mehr dran glauben, aber in den 100 Minuten glauben wir dran. Und ja, Mut zu Fehlern heißt, wir brauchen Risiko. Das steht da drunter. Wir müssen uns klar sagen, wir werden heute Fehler machen. Natürlich müssen wir schauen, dass wir die groben Fehler abhalten, dass wir die Fehler im eigenen Drittel wegmachen, dass wir die glasklaren Fehler, wo wir vielleicht einen Bayern zu kontern einladen, was das Schlimmste wäre, natürlich finden wollen. Aber generell, wir müssen was machen, müssen aktiv sein und dann macht man einfach Fehler. So ist das nun mal. Aber ein Fehler ist nicht so schlimm. Wir sind zu 11, man startet aktuell bei 0 gegen 0 im Spiel, man startet Gleichzahl 11 gegen 11. Man kann alles reparieren. Und Mut zu Risiko, gerade in die Offensive, das heißt, da brauchen wir ein hohes Anlaufen, wir brauchen ein hohes Anstehen. Ob wir das immer machen müssen, das muss der Ole entscheiden. Ich glaube nicht, dass wir das durchziehen können, aber ersten 10, 15 müssen super mutig sein, dann kann es überfallen lassen, aber dann brauche ich wieder eine hohe Situation, ganz klar. Und ich sage immer nach vorne, wir brauchen tiefe Läufe, wir müssen Fußball spielen wollen, auch mal was Naives versuchen, sehr, sehr viele Wege ohne Ball in die Tiefe, umsonst laufen für die Stürmer, heißt es für die Offensiven, sonst den Ball auch haben wollen, auch wenn Bayern-Spieler am Rücken ist. Wir sind doch da, wir können doch steil, glatt, steil machen. Da muss man nicht den Fußball erfinden, aber nur den Ball von der IV auf den AV und dann rausballern, da werden wir halt nichts gewinnen, sondern da muss schon Fußballspielen dabei sein. Was wird der Gegner machen? Ja, der wird Dominanz haben, der wird Spielkontrolle haben, der will Ballbesitz haben. Aber Bayern ist schlagbar, wenn der Gegner da ist, wenn der Gegner überzeugt ist und wenn der Gegner wehtut und wenn der Gegner einfach aggressiv, agil zubeißt. Und klar, man muss eigentlich die erste Halbzeit ohne Gegentor überleben, man muss mindestens die erste halbe Stunde ohne Gegentor überleben und man muss da auch schon ein, zwei, mindestens Halbchancen haben, um den Bayern zu sagen, vielleicht könnt ihr es nach 90 Minuten gewinnen, aber ihr gewinnt das nicht nach 30 Minuten, steht es nicht 3-0 und ihr seid schon durch, sondern ihr müsst euch das hart erkämpfen, denn auch Hertha hat es lang gehalten. Die hatten zwar nur 20% Ballbesitz, das wird Bremen hoffentlich nicht haben. Ich hoffe schon, dass wir an die naiv gedacht 45% Ballbesitz kommen und wir brauchen im Zweikampf, was ich hier mal dann reinschreiben werde, Ballbesitz hätte ich hier schon gerne mal 45, sage ich jetzt mal, und Zweikampf brauchen wir eine 55. Wenn wir dabei 50 sind, verlieren wir es. Wenn wir dabei 45 sind, dann kriegen wir, wie man in Bayern sagt, der Fotzen. Also dann wird es 3, 4, 5, 6 Stelle, Tore Unterschied. 3, 4, 5, 6 stellig wird es nicht. Es wird doch nicht zweistellig, aber 3, 4, 5 Tore Unterschied. Und wir müssen schon da rankommen. Und ja, dann, wenn wir da vielleicht sogar eine unfassbare 57 hinbekommen, dann können wir da vielleicht sogar das Wunder schaffen. Und wenn wir bei 53 sind, dann können wir uns vielleicht einen Punkt holen. Und das muss unser Ziel sein. Wir dürfen hier nicht Fußball spielen wollen, sondern wir müssen hier arbeiten wollen, beißen, kratzen wollen und mit dem Kampf, mit dem Engagement ins Spiel reinfinden. Jetzt kommen, bevor ich nur noch blöde, komischen Amateurparolen raushaue, mache ich kurz hier meine Kamera groß und verabschiede mich. Mein letzter Tipp, wir holen, es wird ein geiles 3-3. Marvin Ducksch 2 Tore und Butterfly macht's dritte. Mit diesem wunderschönen Ergebnis verabschiede ich mich. Und da ich der Basti B. bin, Bremen-Fan aus Bayern, sei zur Verabschiedung nicht moin, nicht tschüss, sondern servus.